Hallo, hier ist der zweite Teil unserer Aufgabe. Wir hatten einen Winkel gegeben von Alpha gleich 10 Grad. Wir haben eine Kreisausschnittsfläche gegeben von 31,42 Flächeneinheiten und wir suchen R dazu. Wir sind zu dem Term schon gekommen. Und da benutzen viele Leute ihren Taschenrechner. Wir natürlich nicht. Wir benutzen ihn auch, aber zum Wegschmeißen. Und was du alles lernst, wenn du den Taschenrechner wegschmeißt, das möchte ich jetzt mal zeigen. Und was die anderen alle nicht lernen, die das jetzt unselig eintippen. Und zwar, zunächst mal machst du dir Gedanken, dass du hier eine Wurzel hast mit einem Bruch als Radikanten. Deshalb, wenn du einen Bruch siehst, denkst du als erstes ans Kürzen. Nicht? Deshalb haben wir hier Wurzel und da drin den Bruch mit 31,42 am Anfang und geteilt durch Pi und hier hinten wollen wir was kürzen. Also 360 Grad durch 10 Grad, das kann man kürzen. Einmal kann man die Einheit Grad. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.